Ja, viele von euch sparen ihr hart erarbeitetes Geld in ETFs. Und es ist ganz normal, dass man im Leben Fehler macht. Aber Fehler an der Börse oder bei der Kapitalanlage wiegen doppelt so schwer, weil es geht ja um dein hart erarbeitetes Geld. Und welche drei Kardinalfehler du vermeiden solltest, das erfährst du in diesem Video. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich bin der Kai und heute möchte ich mit dir über das Thema Fehler beim Besparen von ETFs sprechen. Was sind die drei Kardinalfehler? Warren Buffett, der erfolgreichste Investor der Welt, hat immer wieder gesagt, dass er sich die Fehler anderer Investoren angesehen hat, um aus ihnen zu lernen. Und anscheinend hat der Mann, der im Moment der dritt- oder viertreichste Mensch der Welt ist, ja, einiges richtig gemacht. Also, was sind die drei Kardinalfehler, die dich Millionen kosten können? Ja, Fehler Nummer eins ist das Thema Selbstüberschätzung. Viele Menschen gehen an die Börse, um schnell reich zu werden. Und all diese Versprechen des Schnellreichwerdens, ja, die können auch schnell sehr arm wieder machen. Ja, jede Form der Selbstüberschätzung führt dazu, dass wir zu hohe Risiken eingehen. Und jeden Tag kommt eine neue Kapitalanlage auf den Markt, kommt eine neue Story auf den Markt. Und immer wenn du hörst, es ist schnell und es gibt mehr Rendite als bei den anderen, dann kann ich nur raten, lass die Finger davon. Die Vergangenheit zeigt uns immer wieder in ganz vielen Beispielen, dass wenn irgendein Modetrend auf den Markt kommt, ein Spezial-ETF, die Mega-Aktie, ein gehebelter ETF, dass im Rückblick, in der Retrospektive, hat sich immer gezeigt, dass die normalen Brot- und Buttergeschichten, ein iShares MSCI World, ein Vanguard FTSE All World, haben auf Dauer immer mehr Rendite gemacht als diese modernen Schnellreichwertgeschichten. Also, Selbstüberschätzung ist der erste Fehler, den du nicht machen solltest. Der zweite Fehler ist häufiges Umschichten. ETFs haben ganz geringe Kosten. Und diese geringen Kosten verleiten dazu, dann die Story und den Grundgedanken doch wieder zu verlassen. Wiederholen wir nochmal. Der Grundgedanke des ETFs ist, dass der ETF den Index nachbildet. Und das ETF-Management, die kaufen genau die Aktien, die im Index drin sind. Wenn du nicht weißt, was ein ETF ist, hier habe ich nochmal ein Video, wo das alles genau erklärt wird. Ja, und dann lassen wir uns verleiten oder viele lassen sich verleiten, doch wieder umzuschichten, zu kaufen, zu verkaufen, noch einen neuen ETF zu kaufen, ein eigenes Portfolio von ETFs aufzubauen und immer wieder hin und her zu gehen. Und es gibt eine alte Börsenweisheit, die heißt, hin und her macht Taschen leer. Das heißt, du steigst dann doch zum falschen Zeitpunkt ein oder aus. Das Market Timing ist schlecht und Market Timing ist immer super schwierig, auch wenn es irgendwelche Spezial-ETFs gibt. Also dieses Thema Umschichten ist der zweite Fehler. Such dir deine Lieblings-ETFs aus. Zwei reichen, maximal drei. Und dann, ja, wie Costolani sagt, kaufen und vergessen. Set it and forget it. Das ist die Magie dieser Anlageform. Sie einfach zu kaufen, laufen zu lassen, einen Sparplan einzurichten. Und der Rest, der ergibt sich quasi, ja, wie von selbst, magisch halt. Ja, der dritte Fehler ist auch ein Klassiker. Der dritte Fehler ist mangelnde Streuung. Das geht so ein bisschen mit dem ersten Fehler einher. Was heißt mangelnde Streuung? Irgendwie ja, dieser Selbstüberschätzung und in dem Ritt noch mehr Rendite machen zu müssen, da sucht man das Spezielle. Und das Spezielle sind dann Themen-ETFs wie Gold-ETF, Krypto-ETFs oder bestimmte Fonds oder einzelne Aktien. Und damit gehe ich vom Grundgedanken weg. Und damit habe ich natürlich eine ganz geringe Streuung. Also schau dir das genau an. Wenn in dem ETF nicht mindestens 1000, 1500 Werte drin liegen, wenn die nicht breit gestreut sind, wenn die nicht mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen haben und mindestens 3 Jahre am Markt ist, dann lass die Finger davon. Das ist wieder das Thema Selbstüberschätzung, also die Suche nach noch mehr Rendite. Und das, was du dir dabei kaputt machst, ist der Zinseszinseffekt. Du hast hohe Kosten und es kostet dich am Ende Rendite. Und deswegen ist dieses Thema mangelnde Streuung durch Branchen-ETFs, Spezial-ETFs, einzelne Fonds und so weiter, das ist der dritte große Fehler, den du begehen kannst. Ja, was ist das Fazit? Es ist ganz einfach und das ist die Krux. Die meisten glauben gar nicht, dass es so einfach ist. Suche dir einen, maximal zwei. Na komm, ich bin großzügig. Drei ETFs, die zu dir passen, die breit gestreut sind, die global investiert sind, die vielleicht
ja, ein Rebalancing dabei haben, wie die Vanguard ETFs etc. Oder suche dir zwei ETFs und ein gemanagtes Portfolio von Dimensional zum Beispiel. Und dann verliebe dich und dann mach das, was du mit deiner Partnerin oder deinem Partner auch machst. Bleib einfach ein Leben lang zusammen. Das reicht. Schau dir das einmal am Anfang an und dann wirst du sehen, das funktioniert. Und geh nicht auf die Jagd und sag, oh, das noch und das noch und das noch. Du kannst es wirklich vergessen und verbring die Zeit mit schöneren Dingen als der Kapitalanlage. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Das ist so die Bezahlung für das ganze Thema. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst, weil dann verpasst du nie wieder ein Video, wenn ich ein Video hochlade. Hier dreht sich alles ums Thema Finanzen für Selbstständige, Freiberufler, Unternehmer etc. Und ich bringe zweimal die Woche ein Video raus. In diesem Sinne freue ich mich, dich wiederzusehen und sage einfach mal bis bald.